Hallo, mein lieber Löwe, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Löwe, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns heute deinen November 2024 an. Dein Hauptthema, dein Stolperstein, dein Rat und dein Schatten. Was siehst du nicht im November, was solltest du aber sehen? Lieber Löwe, bitte denk daran, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Biege nichts zurecht. Lieber Löwe, falls du dich für das Thema Karma und Lebensaufgaben interessierst, folge mir gerne auf Instagram. Dort spreche ich darüber und mache auch zu diesen Themen immer wieder kostenlose Impulsanalysen. Ja, lieber Löwe, dann würde ich sagen, starten wir doch mit deinem November. Lieber Löwe, dein November 2024. Was ist wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Lieber Löwe, wo darfst du hinschauen? Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt irgendwie einen Wal gesehen im Meer. Einen Wal. Ich kenne leider nicht alle Krafttiere, aber falls dich das interessiert und du dich zu Krafttieren oder zu Schamanismus hingezogen fühlst, kannst du mal googeln, was bedeutet der Wal als Krafttier. Darin könntest du auch noch eine Botschaft bekommen. Schauen wir mal, lieber Löwe, dein November 2024. Wir haben zweimal das Stopp, einmal Acht des Handelns und einmal Bote der Fülle. Lieber Löwe, im Moment geschehen so viele Dinge in deinem Leben, dass du dich zuweilen überwältigt fühlst. Und dennoch, es ist wundervoll, dich so sehr der Arbeit zu widmen, die du liebst. Sei dankbar für die Segnungen des Himmels, die im Moment deine ganze Zeit beanspruchen, selbst wenn es sich wie eine große Herausforderung anfühlt. Falls du aufgefordert wirst, zu reisen und zu fliegen, dann mach dich zuversichtlich auf den Weg. Ja, vielleicht hat jemand Sehnsucht nach dem Meer. Sehnsucht, mit Meerestieren zu tauchen, zu schwimmen. Natürlich nicht alle, aber ich sehe, dass es hier auch darum geht, ein bisschen mehr in die Selbstverwirklichung zu kommen, mehr auch Energie in die Dinge investieren, die einem wirklich erfüllen. Und der November könnte dich daran erinnern. Bote der Fülle, lieber Löwe. Ich weiß nicht, warum ich jetzt an Wassermann denken muss. Ich habe gar keine Wassermannlegung gemacht. Vielleicht geht es auch darum, mehr die Individualität zu leben, mehr dein wahres Ich zu leben, lieber Löwe. Wo hältst du dich zurück? Ich habe das Gefühl, jemand schluckt zu viel die eigene Wahrheit drunter. Jemand limitiert sich zu sehr. Sei du selbst, lebe wirklich deine Wahrheit. Ich weiß, es ist immer einfach gesagt als gemacht, aber versuch da ein bisschen offener zu sein und dich Stück für Stück an deine Wahrheit heranzutasten. Weil der November könnte dich auch in diesem Bereich etwas herausfordern. Schauen wir mal. Lieber Löwe, wundervolle Neuigkeiten bezüglich deiner Karriere, ein neuer Job, eine Beförderung oder die Aufnahme in eine erstklassige Schule oder Universität stehen dir bevor. Vielleicht fühlst du dich bereit, etwas Neues zu tun, was sowohl Herausforderung als auch Erfüllung bedeutet. Diese Situation mag mit einem Menschen zu tun haben, mit dem du gerne zusammen bist und der zu Scherzen aufgelegt ist. Dieser Mensch, eventuell bist du es selbst, ist jugendlich, optimistisch und sehr clever. Ja, hier kommt die Energie der Veränderung, vor allem im Bereich Beruf. Und wenn ich sage Beruf oder Selbstverwirklichung, trifft es vielleicht besser. Sich selbst verwirklichen. Du musst nicht damit Geld verdienen. Einfach mehr du sein. Einfach mehr du sein. Also hier auch im November könnte sich auch eine Art Weiterbildung zeigen oder irgendein Bereich, der dich extrem fasziniert und
Ich habe auch das Gefühl, du darfst dich in diesem Bereich vertiefen. Ja, es zeigt sich was. Vertiefe dich dort. Das kann auch Bereich Psychologie sein, vielleicht Mindset, vielleicht auch eben Schamanismus, vielleicht auch Thema Meer oder ich weiß es nicht. Das wird bei jeder Person etwas anderes sein, aber ich habe das Gefühl, es geht sich um etwas Neues zu erlangen, sich zu vertiefen. Schauen wir mal, was zeigt das Tarot, dein Hauptthema, lieber Löwe? Der Mond. Vier der Stäbe. Hier möchte sich dir etwas offenbaren. Vielleicht hast du nach etwas gesucht, nach einer Antwort, nach einer Lösung, nach einer Möglichkeit, vielleicht auch Geld zu verdienen. Vielleicht auch nach Liebe oder wie du die Liebe neu gestalten kannst oder falls Probleme sind in der Partnerschaft, wie ihr das gemeinsam lösen könnt. Und jetzt wird sich dir was zeigen, vielleicht auch in deinen Träumen. Traumdeutung nehme ich wahr. Ja, etwas wird sich dir zeigen, vielleicht auch in Form von einem Impuls. Muss nicht sein, kann. Und in dem, was sich dir zeigt, großes Potenzial, riesiges Potenzial, habe ich das Gefühl. Kann auch im Bereich Astralreisen sein. Also falls du dich schon länger mit dem Thema Astralreisen, Traumdeutung, Trance-Reisen beschäftigst, unbedingt auch mit dem Thema mehr die Intuition trainieren, auch. Auch Kunst nehme ich wahr. Mehr so künstlerische Dinge auch. Ja, hier ist aber ein Hauch von Selbstsabotage. Eventuell könnte sich auch eine Lüge zeigen. Eine Lüge. Eine Lüge, die man sich entweder selbst erzählt hat oder von außen eine Lüge. Vielleicht ist irgendein Vertrag nicht ganz IO. Da ein bisschen einfach genauer hinschauen, wenn du etwas unterschreibst. Ich habe das Gefühl, hier zeigt sich eine Lüge von einem Ungleichgewicht an. Und hier ist einfach wichtig, das Fundament zu wahren, weil dann wirst du die Lüge sofort erkennen. Kann auch eine Selbstlüge sein, weil ja, sich irgendetwas schönreden, entweder schönreden oder übermäßig schlecht reden, aber das ist gar nicht schlecht. Einfach eine Selbstlüge nehme ich hier wahr, vielleicht auch von deinem Gegenüber. Schauen wir mal. Was ist der Stolperstein? Löwe. Ja, ui, lieber Löwe, du glaubst zu wenig an dich. Angst, nicht gut genug zu sein. Angst, zu wenig zu wissen, nehme ich wahr. Angst haben, ja, ich weiß zu wenig, ich kann mit dem nicht rausgehen oder ich kann mich nicht bewerben oder man ist nicht gut genug für die Familie oder für eine Person. Das Thema Selbstwert, also deinen Wert wirklich erkennen. Vielleicht geht es auch um das Thema Geld, dass du das Gefühl hast, nur weil du vielleicht nicht so viel Geld hast, dass du dann weniger wert bist. Also definiere deinen Wert nicht mit materiellen Dingen. Ganz, ganz wichtig. Das sagt nichts über einen Menschen aus. Also hier wirklich das Thema Wert. Oder man hat wie das Gefühl, man steht irgendwo an im Leben, vielleicht in einer Art Warteschlange. Und man hat einen Zettel in der Hand und wartet, bis man aufgerufen wird. Aber du wirst nicht aufgerufen. Du musst dich selbst aufrufen. Also schmeiß den Zettel weg und warte nicht auf Veränderung. Geh die Veränderung an. Warte nicht. Ich habe das Gefühl, jemand wartet mit dem Zettel, bis man aufgerufen wird. Hör auf damit. Bis jemand von Zauberhand den Wert erkennt, aber mach das nicht. Erkenne selbst den Wert. Also hier könnte eben auch das Thema Selbstständigkeit im Raum stehen, muss nicht sein. Oder eben Thema Selbstverwirklichung, weil König der Stäbe ist, da liegt. Oder auch das Thema Sexualität,
Schauen wir mal, das Gefühl haben, ich bin zu wenig hübsch, zu wenig attraktiv. Ja, die Sehnsucht nach innerer Fülle. Ja, innere Fülle und diese Lüge hier im Raum. Die Fülle kannst nur du dir selbst geben. Nur du. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich selbst auch gelernt. Man kann nicht darauf warten, dass der Arbeitgeber sich verändert. Man kann nicht warten, dass der Partner sich verändert. Man muss sich selbst verändern und wirklich selbst so ein bisschen das Thema annehmen und nicht warten. Sonst bist du eben mit dem Zettel in der Hand. So frag dich immer, bin ich gerade wie mit dem Zettel in der Hand und warte, bis meine Nummer aufgerufen wird? Wenn ja, dann hör auf damit. Weil hier möchte sich dir was zeigen bezüglich Selbstverwirklichung. Schauen wir mal. Bezüglich innerer Fülle. Ja, das ist doch vier der Münzen, die hohe Priesterin, die Herrscherin und drei der Kelch. Also ich sehe hier, es kann sein, dass du vielleicht im November kurz eine Ehrenrunde machst, sich was Kleines wiederholt oder dass du dich fühlst, wie, als würdest du feststecken. Ich habe auch wieder das Gefühl im Hals, jemand spricht was nicht aus. Es scheint so, als würdest du ein Thema nicht aussprechen. Oder jemand spricht was nicht aus. Also hier eine Art Klammern findet statt. Klammern an diese Mangelenergie. Aber sie löst sich. Hier ganz klar. Die hohe Priesterin. Es kann sein, dass du ein Zeichen bekommst vom Universum. Oder die hohe Priesterin kommt auch immer, wenn sich etwas bezüglich Intuition dir zeigt. Es kann sein, dass du ein Bild siehst, ein Gefühl hast oder dass du plötzlich eine Art Begegnung hast. Es ist etwas, eine Art wie das Schicksalsrad kannst du dir vorstellen. Einfach viel sanfter von der Energie her. Also hier zeigt sich dir was, welche Richtung oder welcher Weg deiner ist. Und wenn du diesem Gefühl vertraust, sehe ich hier Erfolg. Sehe ich hier, dass du wirklich diesen Samen in den Boden setzt und dass dann Wurzeln entstehen und dass du dann Früchte ernten kannst. Aber du musst dieses Klammern loslassen. Dieses Klammern. Schauen wir mal, vier der Münzen. Vielleicht hältst du noch an irgendeinen Beruf fest oder an eine Vorstellung. Oder an irgendetwas, was man dir versprochen hat oder was du dir versprochen hast oder was gesagt wurde. Oder vielleicht hältst du so stark fest an der Wahrheit, nach der Suche nach der Wahrheit, nach Antworten und du hast sie eigentlich schon längstens bekommen. Du hast sie einfach nicht hören wollen. Und das wird dir aber dann klar. Man kann sich auch mit Suchen verlieren. Weil hier sehe ich eben diese Schwere, eine Art Zwiespalt, wie zwei Welten, Zwiespalt zwischen zwei Welten oder zwei Meinungen, zwei Menschen. Die hohe Priesterin, Löwe. Ja, hier könnte ein Gespräch kommen, ein sehr wichtiges. Kann sein, dass dich das am Anfang triggert, kann sein, dass dir das Gespräch nicht gefallen wird. Aber es wird dir am Schluss gefallen und zwar sehr, es wird wirken, es wirkt nach und es löst deine Stagnation. Irgendein Gespräch löst deine Stagnation, aber ich habe das Gefühl, am Anfang könnte ich etwas triggern. Schauen wir mal die Herrscherin. Ja, so viele Ideen. Ich habe auch das Gefühl, dass du deinen Kopf sortierst. Aber ich sehe auch, dass es so ein bisschen nicht in deiner Komfortzone ist. Das heißt, hier wirklich das Thema Komfortzone könnte aufkommen. Aber wenn du das Schritt für Schritt machst, deine Gedanken regelmäßig aussortierst, wirst du diesen wertvollen Samen in den Boden setzen, damit etwas wachsen kann.
Falls du das Thema Liebe hast, nehme ich bei einigen, nicht bei allen, aber also wirklich nur bei ganz wenigen, nehme ich eine Dreiecks, Geschichte wahr, dass man vielleicht in einer Beziehung ist, unglücklich und dann kommt eben diese Begegnung und die gibt einem so ein bisschen dieses Gefühl, was man vermisst. Nicht bei allen, nur bei einigen. Ansonsten sehe ich wirklich, dass hier, ich finde es ganz spannend, hier kommt eben der plötzliche Erfolg. Ich sehe auch, dass du den Erfolg nicht erwartest. Oder dass du diese Anziehung nicht erwartest. Ich sehe wirklich, dass sich ein Turm, dieser wackelige Turm, auf dem du oder in dem du bist, sich auflöst. Und was Stabiles kommt. Falls du in einer Dreiecksgeschichte bist, sehe ich, dass eine Person der Turm ist und die andere Person ist die Leidenschaft. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, lieber Löwe? Ja, finde deine Bestimmung. Finde deine Bestimmung, geh in den Rückzug, lenke dich nicht ab. Lenk dich nicht mit dem Haushalt ab. Lenk dich nicht mit den Kindern ab. Lenk dich nicht mit Freunden, Familie oder was auch immer ab. Jetzt ist es Zeit, dich wirklich mal zurückzuziehen, bewusst und zu meditieren, in die Stille gehen. Nicht Rückzug und am Handy scrollen oder einen Tag träumen. Ich meine wirklich bewusst mal meditieren, Journaling betreiben. Mach das, es ist an der Zeit, Ordnung in deinem Geist zu schaffen. Was ist im Schatten? Ja, es wird vorwärts gehen. Du musst aber das Zepter von deinem Leben in den Händen halten. Du bestimmst über das Gaspedal und über die Bremse. Du bestimmst, in welchem Gang du fährst. Gib das nicht ab. Wenn du nicht aufs Gaspedal gehst, fährt das Auto auch nicht. Dann fährt es nicht. Du musst losgehen. Das ist dir zu wenig bewusst und du wirst diese Möglichkeit erhalten, loszugehen. Eventuell könnte das Thema Ausland nochmals wichtig sein für dich. Oder das Thema Umzug oder Reisen. Muss nicht sein, kann. Ja, mein lieber Löwe, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.